Und bin vorlaut, weil ich so wenig im Fernsehen bin. Entschuldigung. Aber du hast auch. Ihr könntet uns noch klügere Ratschläge geben, wenn ihr das, was ihr in der Theorie euch ausdenkt, auch mal in der Praxis ausprobiert. Und das tun im Allgemeinen Intellektuelle nicht. Das tut auch Günter Grass nicht. Aber das ist doch das alte Coriolan-Trick. Und darum habe ich Sie doch überhaupt nach Ihrem Bruder gefragt. Intellektuell, die Leute, das sind erstmal Leute, ich erkläre es mal. Sehr wenig in der Das ist einer aus Neukölln sagen würde. Sind Leute, die haben weniger gebumst. Jetzt höre ich gar nicht mehr. Er blödelt heute. Nein. Das ist gut. Das ist gut. Tut ihm gut und uns. Das ist richtig. Es wird langweilig. Hey, darf ich mal was sagen? Ich muss mal eine Pointe loswerden, die habe ich versprochen. Eine Pointe. Wie Sie wissen, vielleicht. Herr von Weizsäcker, wissen Sie denn überhaupt, dass ich Bundespräsident würde, wenn die Kinder wählen dürften? Ja! Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar, dass ich, weil die Kinder wählen doch immer einen aus der Sesamstraße. Jetzt hat die Porn bereitgesprochen. Ja, also dein Publikum hier. Sind deine Zähne rausgefallen? Nein. Ich habe mich selbst verstümmelt. Mein Mikrofon ist weg. Wolfgang, wie ausgeht. Doch. Deine Stimme reicht. Das ist gemein. Aber sowas Gemeines so in die Porn ist ja schlimmer als Lord Knut. Das waren wieder die Tornhause. Ich wollte Ihnen sagen, Kinder wählen immer einen aus der Sesamstraße. Und damit wollte ich wieder dezent auf meinen Mund. Und jetzt sage ich noch das Letzte. Wisst ihr am Tisch, warum wir in Deutschland noch keinen Aufschwung haben? Der Irrtum ist im Bundeskanzleramt. Weil unser lieber Bundeskanzler Helmut Kohl doch der Enkel schlechthin ist, ja? Das ist doch kein Bundeskanzler, das ist ein Bundesenkel. Und dieser Bundesenkel hat sich den falschen Geist gesucht. Es ist nicht Adenauers Enkel, es ist Heinrich Lübkes Enkel. Ehrlich, ehrlich, das ist gar nicht halb. Gefällt mir schon. Sie sind ja ein boshaftes Publikum, muss ich mal sagen. Ehrlich, also das kann nicht an mir liegen. Das kann nicht an mir liegen. Es scheint hier was Parlamentarisches immer. Die Tomaten sind da, ich weiß, das ist immer schlimm. Ja, das sind dieselben Damen, die über meine dunklen Haare sprechen, ohne sie je gesehen zu haben. Ja. Das ist genau dasselbe wie mit den Großvätern. Die haben sie ja auch nie gesehen.